Tenus, wenn ich mich nicht irre, war vor kurzer Zeit ein Alert für die Rev Twin Viper bzw. Zwillingswipern. Und ich denke mal, es ist einfach Zeit, euch jetzt mal meinen neueren Build dazu zu zeigen. Schauen wir uns aber erstmal die Stats an. Die Twin Viper haben 1,8 Schnittschaden, 1,8 Durchschlagsschaden, 14,4 Einschlagsschaden. Nur 5% Statuschance, Crit-Chance und Crit-Multiplikator, wo man eigentlich vernachlässigen kann, und eine Feuerrate von 25. Also, wenn wir uns das anschauen, denken wir uns erstmal, Gott, sind diese Stats kacke. Aber, wenn man diese Waffe jetzt richtig moddet, ist sie der absolute Corpus-Bosskiller. Man kann damit Corpus einfach so wegschnetzeln, einfach weil mit der Feuerrate, da lässt sich was draus machen. Ich zeig's euch gleich mal. Jetzt muss man aber unterscheiden, was man machen möchte. Ganz früher konnte man diese Waffe wirklich nur rein als Bosskiller verwenden, einfach weil der Munitionsverbrauch zu abartig hoch war. Jetzt, nachdem wir den Prime-Ammo-Wandler haben, ist es sogar möglich, diese Waffe im normalen Gameplay einigermaßen sinnvoll zu benutzen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine normale Exterminate oder so machen, es ist möglich, sie mit dieser Waffe zu spielen, ohne dass man jetzt out of ammo ist. Ich habe für euch jetzt ein Bild vorbereitet, mit dem man sowas machen kann, aber auch mit dem man Korpusbosse einfach so wegschnetzelt. Hier muss man jetzt wissen, durch die extreme Feuerrate lohnt sich 34% Status direkt. Okay. An Mods habe ich drin, tödlicher Schwall, Laufstreuung und jetzt habe ich einen Mod. Ah ne, doch nicht. Und Hornissenstich. Ich dachte, ich hätte tödlicher Schwall vergessen. Normalerweise ist die Reihenfolge bei mir immer so. Okay, bei tödlicher Schwall ist die Sache, das steigert auch nochmal unsere Feuerrate, also ist ziemlich gewagt. Als nächstes dann Erfrierung und Druck für Magnetschaden und Statuschance und Pistolenpestilenz und Pathogenprojektile nochmal für Statuschance und Giftschaden. Lohnt sich halt eben, weil unser Gift direkt schon mal aufs Leben drauf wirkt und bis wir dann die Schilde weggebrockt haben, ist der Gegner eh schon dreiviertel tot. Letzte Mod, den ich jetzt drin habe, wäre der Prime-Pistolen-Munitionswandler. Absolutes Must-Have, wenn man diese Waffe im normalen Gameplay benutzen möchte. Wenn man jetzt wirklich diese Waffe nur haben möchte, um einen einzigen Gegner in einer möglichst kurzen Zeit niederzuschmettern, dann brauchen wir statt Prime-Pistolen-Munitionswandler einfach hier einen Grundschadensmod. Nämlich der, der Einschlagsschaden macht, und das ist dieser hier. Dann können wir das hier nochmal hochpushen und das steigert unseren Gesamtschaden doch schon ziemlich krass. Ich zeige euch das jetzt mal an ein paar Corpus-Bossen und dann könnt ihr ja mal selbst beurteilen, ob euch diese Waffe gefällt oder nicht. Testen wir diese Waffe mal ein bisschen aus. Wir sind jetzt hier auf Neptun, werden das Hyena-Rudel gleich töten und ich denke, das wird relativ easygoing. Ich habe mir jetzt auch mal gedacht, dass ich euch nicht nur den reinen Bosskampf zeige, sondern auch mal hier den Weg dahin, dass ihr seht, die normalen Gegner hier sind auch nach ein, zwei Schüssen tot. Ups. Also, das ist wirklich kein Problem im normalen Gameplay hier mit dieser Waffe. Ich glaube, ich habe jetzt sogar den Build ohne Ammo-Wandler dabei. Das heißt, könnte sein, dass ich vor dem Bosskampf dann nochmal auffrischen muss, weil ich habe jetzt eigentlich nur den reinen Bosskiller-Build drin. So, dann killen wir den mal, die mal. Warten wir gerade noch, bis die Unsichtbarkeit abgelaufen ist, damit ich direkt nachcasten kann. So, erster tot. Wo ist der zweite? Also ihr seht schon, was ich da gemeint habe, das ist mehr als easygoing. Hätte ich die Munition nicht mal auffrischen müssen hier. Hier auch die Oxium Ospreys. Das ist alles easygoing.
So, Thanos, jetzt sind wir hier auf Pluto, Hades, und bekämpfen da den levelmäßig höchsten Corpus-Boss, nämlich Ambulas. Bei dem muss man jetzt wissen, der kann uns ordentlich wegkicken, kann auch schön wegrennen, also versuchen wir es einfach mal. Blöd, der jetzt steht da falsch rum zu mir, aber wie wir sehen, ein Magazin, er ist fast tot, zweite Magazin, er ist mehr als tot. Also, wie ihr seht, die Waffe schnetzelt wirklich ordentlich durch Corpus-Bosse durch. Solange sie keine Phasen haben. Aber ich denke, selbst dann kann man einen Boss von Phase zu Phase kicken in Nullzeit. Alles in allem, ich muss sagen, ich mag die Twin Viper wirklich sehr. Ich setze sie so auf eine Stufe mit den Dex Furis, den Akzani, den Axomati und den Zwillingskrakatern. Die Waffe, man muss wissen, wann und wo man sie einsetzt und vor allen Dingen, wie man sie einsetzt. Richtig gemoddet sind sie böse. Falsch gemoddet für die Tonne. Also, ich kann euch nur empfehlen, probiert sie mal aus. Vielleicht findet ihr eine Spielweise mit denen, die euch gefällt. Ich kann es euch nur empfehlen. Viel Spaß damit.